Ich werde mir jetzt als erstes eine Linie über meinem Wimpernrand ziehen und die ziehe ich als erstes schön schmal und ich fange hier schmaler an und werde dann hinten ein bisschen dicker. Natürlich kann man jetzt, um sich das zu vereinfachen, das Auge so ein bisschen ziehen, damit man einfach eine gerade Linie hinbekommt, oder man lässt das Auge einfach so halb offen. Ich komme aber besser damit klar, wenn ich das Auge ein bisschen ziehe, damit die Haut einfach schön straff ist. Weil wenn man so bleibt, dann bewegt sich das Lid einfach zu sehr hin und her. Und deswegen ziehe ich das immer so ein bisschen. Und ich beginne erstmal vorne. Ich mache jetzt nicht einfach einen kompletten Strich und ziehe den bis zum Ende, weil so kann es passieren, dass man einfach ein paar Wackler drin hat. Und zwischendrin sollte man das Auge auch ein bisschen aufmachen und gucken, ob der Eyeliner auch gut sitzt. Ich beginne jetzt als erstes und ziehe den mir hier ganz schmal. Und wenn ich hier vorne bin, lasse ich das Auge auch so ein bisschen offen, damit ich einfach sehen kann, wie dick ich das Ganze haben möchte und dass ich mich auch vor allem nicht vermale. So, jetzt haben wir schon mal den ersten Schritt. Das ist für mich persönlich immer der schwierigste Teil, einfach erstmal einen Ansatz hinzukriegen. So, und jetzt ziehe ich hier weiter. Und wenn ihr euch unsicher seid, dann schaut einfach, dass ihr nicht direkt zu dick wird, sondern haltet euch wirklich ganz, ganz eng am Wimpernkranz und setzt einfach nur so, wie so ein Marker, setzt euch einfach so ein paar Striche. Und dann nehme ich mir auch immer wieder so ein bisschen Produkt auf und dann drehe ich meinen Kopf ein bisschen zur Seite und mache dann hier weiter. Ich habe das ganze Auge jetzt ausgemalt, wie ihr sehen könnt. Ich habe jetzt eine schöne Linie dahin gezeichnet. Wenn man das Auge jetzt so lassen würde, also wenn man den Eyeliner jetzt so lassen würde, dann könnt ihr sehen, sieht das Auge viel zu kurz und viel zu rund aus. Deswegen ziehen wir uns am Ende einen Wing raus. Natürlich muss man da jetzt auch vieles beachten. Setzt man den Wing zu tief, dann wirkt das Auge, das geht dann so runter. Setzt man den Wing zu hoch, dann wirkt das Auge auch kurz. Und es passt einfach proportional nicht, wenn die Augenbraue hier endet und der Wing dann hier oben ist. Das Schwierige daran ist, jetzt einfach mit dem Auge das Ganze messen zu können, wie kurz oder wie lang ich den Wing haben will, dass er auch mit dem Ende von der Augenbraue passt. Deswegen konzentriere ich mich einfach immer am Ende vom äußeren Augenwinkel. Was auch wichtig ist, dass man das Auge jetzt beim Wing nicht so streckt, weil dann sieht man einfach nicht, wo er langlaufen muss. Wie ihr sehen könnt, wenn ich das so strecke, dann sieht man überhaupt gar nichts mehr, wo der Wing sitzen soll, wo er nicht sitzen soll, wie hoch oder wie tief er sitzen soll. Und deswegen lasse ich dann beim Wing die Augen immer offen. Hier ist das Ende von meinem unteren Wimpernkranz. Und dann setze ich mir hier einfach einen kleinen Marker. Wie ihr sehen könnt, das sieht jetzt sehr messy aus und total unsauber. Das ist aber nicht schlimm, das korrigieren wir dann auch am Ende. Hier ist mein Wimpernkranz von unten und ich möchte, dass mein Wing mit dem unteren Wimpernkranz zur Augenbraue verläuft. So hat man einfach im Anschluss eine schöne Verbindung zu dem unteren Wimpernkranz und dann ist das nicht einfach abgehackt. Und jetzt strecke ich so ein bisschen meine Haut, damit ich da nicht so Rillen bekomme. Wenn ich jetzt einfach so malen würde, würde die Haut dann so mitgehen und da kann man nicht richtig zeichnen. Und deswegen strecke ich die so ein bisschen und setze meinen Eyeliner-Pinsel so an, dass die kurze Seite zur Augenbraue verläuft. Erkennt ihr das? Ich hoffe, ihr seht das. Und dieses Stück, wo ganz fein nach außen verläuft, halte ich mir nach innen. Und jetzt ziehe ich den Wing einfach mit ganz, ganz, ganz leichten Bewegungen nach außen. Und ich berühre auch kaum meine Haut, wenn ich das mache, damit ich dann nicht einfach da hinten einen ganz dicken Strich habe. Und das mache ich auch in ganz kurzen Abständen und immer zwischendrin aufhören, gucken, ist er mir lang genug, ist er noch zu kurz, und dann mache ich das so, jeder nach seinem Geschmack einfach. Wie ihr sehen könnt, ist ja hier noch so ein Stück, wo fehlt und noch die Haut durchscheint und das Ganze einfach keine Verbindung hat. Um dem Ganzen jetzt eine Verbindung zu machen, werde ich jetzt hier meine Wimpern ein bisschen runterdrücken und werde mir hier meine Verbindung hinmalen.
und ich fülle praktisch einfach die leeren Stellen aus. So, ich persönlich mag es, wenn mein Eyeliner ein bisschen dicker nach hinten verläuft. Gerade, also wenn man ein Tages-Make-up schminkt, dann würde das reichen. Aber wenn ich jetzt ein Abend-Make-up möchte, dann wäre mir das definitiv zu wenig, weil wenn man dann schminkt, wenn man dann die Wimpern aufsetzt und alles, dann würde das alles verschwinden. Und deswegen zeichne ich mir das Ganze hier einfach noch ein bisschen dicker, aber auch immer nur ganz, ganz, ganz vorsichtig. So, jetzt habe ich schon ein bisschen dickeres Ende hinten. Ein bisschen intensiver zu machen, gehe ich einfach nochmal mit frischem Produkt drüber. Das Einzige, was mich noch ein bisschen stört, ist, dass er mir zu kurz ist. Mein Auge wirkt mir noch ein bisschen zu rund. Und deswegen nehme ich mir jetzt einfach noch ein bisschen Produkt auf und zeichne mir hier noch so ein bisschen Länge raus. Wenn ich jetzt gerade ausgucke, seht ihr, habe ich noch genug vom beweglichen Lid, dass man den Lidschatten da drauf noch sehen kann. Zum direkten Vergleich zeige ich euch jetzt, wie es aussehen würde, wenn man bei Schlupflidern den Eyeliner zu dick macht und zu kurz und all diese ganzen Sachen. Ich fange jetzt einfach an. Ich setze mir meinen Eyeliner jetzt hier an. Und ich male jetzt einfach eine ganz dicke Linie. Was auch immer sehr unvorteilhaft ist, ist, wenn der Wing hinten zu dick aussieht. Also wenn er nicht so ein schönes, feines Ende hat, sondern wenn wir das Ganze einfach genauso dick machen wie auf dem beweglichen Lid. Das zeige ich euch jetzt. Es kann immer passieren, dass man hier hinten die Linie versaut. Dass es einfach unsauber aussieht oder man will einfach Kleinigkeiten korrigieren. Und entweder nimmt man dann einen Q-Tip und ein bisschen Make-up-Entferner und geht hier entlang und macht das sauber. Nur das Problem dabei ist, wenn man ein bisschen verrutscht oder zu viel Produkt nimmt, dann hat man diesen Film von dem Make-up-Entferner drauf und man kann keinen Eyeliner mehr drauf malen. Besonders nicht, wenn das Produkt dann Öl enthalten hat, dann kannst du es komplett vergessen. Deswegen nehme ich mir immer einen Concealer her und zwar, das ist der Tarte Shape Tap Concealer. Ihr könnt egal welchen Concealer nehmen, der ist halt mein Liebling für sowas, weil er einfach sehr, sehr gut abdeckt. Ich nehme dafür so einen ganz, ganz feinen Pinsel. Der hier ist von Real Techniques und der läuft vorne so ein bisschen spitz zu. Ich fange hier an und übermale sozusagen die Fehler. Dann zeichne ich mir das hier so ein bisschen runter, um das Ganze zu verblenden. Jetzt haben wir das Ganze insoweit korrigiert, ohne dass wir den Eyeliner kaputt gemacht haben. Jetzt kommen wir zum allerletzten Teil und zwar sind das die Wimpern, also die Fake Lashes. Und zwar habe ich von Hanadi Beauty die Dunja Wimpern benutzt. Wie ihr sehen könnt, sieht man hier die Kleberreste noch. Und dann nehme ich jetzt einfach meinen Pen-Eyeliner und male jetzt einfach hier drüber. Und da müsst ihr aber auf jeden Fall warten, bis eure Wimpern trocken sind, sonst gehen die wieder ab. Und dann male ich einfach hier auf meinem Wimpernband. So, das war's mit dem Video. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch das Video ein bisschen hilfreich war. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss!